Wie gesagt, wer danach noch dabei ist, schreibt mal, wer komplett dabei gewesen ist. Noch recht vorsichtig. Wir sind hier bei 5 mal 3 Minuten. Schön gemacht, aber ging tatsächlich auch auf die Deckung. Schöner Drehtritt. Starke Hände von Kiras. Sehr schöner Treffer dabei. Dimitrov versucht natürlich zu shooten. Und Kiras deckt ihn hier mit den ersten Schlägen ein. Gefällt mir sehr gut, was er hier macht. Sehr dominanter Kampfstil. Versucht auch direkt die Guard zu passieren. Erstes Bein ist an der Guard vorbei. Zuletzt noch so ein schönes Tutorial gesehen, wie man aus dieser Position das zweite Bein auch noch rauskriegen kann, mit Long Step und so weiter. Aber Firas entscheidet sich lieber für Schläge. Die letzten 10 Sekunden von dieser Runde, die aus meiner Sicht klar Richtung Firas geht. Ich gucke mal vorsichtig Richtung Punktrichter. Ja, das sah mir an einem zuversichtlichen Lächeln aus. Ja, schön. Pause gönnen wir den beiden. Ja, alles andere würde mich tatsächlich wundern. Firas hat hier sehr dominant gekämpft. Deutlich mehr Treffer gesetzt, den Takedown geholt, die Positionen dominiert. Ganz stark gemacht. Weiter geht's, zweite Runde. Ja, Dumitru weiß wahrscheinlich darum, dass er zurückliegt und versucht jetzt gerade etwas früher zu starten. Schönes Striking von Firas. Ja,
Ja, Firas wirklich mit sehr gutem Auge dabei, versucht alle Treffer in irgendeiner Form zu meiden. Sehr schön und sehr variabel in seinen Sachen, in seinen Angriffen. Hier wird den Takedown geholt. Versucht sich den Gegner noch zurechtzuschieben. Ja, Firas arbeitet natürlich hier wieder an dem Guard Pass. Sehr schön gemacht. Wobei Dumitru auch wieder schön die Position gewechselt hat. Ja, und Firas ist in der Mount. Schauen wir, was er daraus machen kann. Erste Schläge kommen durch. Ref Aman nicht in den Cage greifen. Machen wir hier einen Sidechoke zu. Ja, wobei Dumitru sehr clever sich da rausgedreht hat. Aber somit auch ja, fast einen Backmount geschenkt hätte. Aber Firas war auf Zack, ist hier oben geblieben. Jetzt in der Closed Guard. Beziehungsweise Open Guard noch. Letzten 10 Sekunden von dieser Runde. Ja, sehr stark. Alles ins Leere. Firas trifft. Da ein Lowkick von Dimitru, der auch getroffen hat. Geantwortet mit einem Schlag, hier wieder ein Körpertreffer. Und der Taker. Also bis jetzt gefällt mir Firas sehr, sehr gut. Zwei Runden aus meiner Sicht komplett dominant für sich geholt. Aber auch hier ist ein Kampf, wo jederzeit sich so ein Blatt ändern könnte. Wir haben es heute auch schon gesehen bei den Amateuren, dass man den einen Kämpfer klar vorne gesehen hat und der andere hat dann den Kampf gedreht. Dritte von 5 Runden. Firas geht wieder mit seinem Striking nach vorne. Ja, Dumitru versucht ihn jetzt ein bisschen zu reizen, dass er mehr Schläge bringt. Wilder Schlagabtausch. Und jetzt mal ein Takedown von Dumitru. Firas steht direkt wieder auf. Und holt selber den Takedown. Sehr stark gemacht. Ja, jetzt mal Dumitru hier stark mit Händen und Kicks. Und Firas antwortet entsprechend. Ah, das macht Firas wirklich sehr gut, sehr variabel mit seinen Schlägen auf Körper und Kopf.
wird hier frenetisch von seinen Fans im Hintergrund angefeuert. Schöner Körpertreffer. Noch einer. Schöne Hände auch von Dumitru gerade, muss Firas natürlich aufpassen. Ja, und der erste starke Wirkungstreffer schickt Dumitru zu Boden. Firas setzt hier nach, will das vorzeitige Finish. Lässt ihn aber auch aufstehen. Nee. Starke Treffer. Firas ist unermüdlich. Der will den Finish haben. Weiß ganz genau drum, dass Dumitru gerade nicht ganz da ist. Ja, die Zeitanzeige hier im Display war natürlich falsch. Wurde eben schon darauf hingewiesen. Starker Fight, richtig stark. Ob Dumitru jetzt in der Pause nochmal zu sich zurückfindet. Also wenn hier nicht noch gerade ein Wunder passiert, hat Firas das Ding sehr souverän nach Hause geschaukelt. Aber wie gesagt, bei sowas immer vorsichtig. Sowas kann sich auch noch mal schnell ändern. Ich glaube jetzt in dem Fall nicht, aber... Hier sehen wir noch mal eindrucksvoll. Variabel mit Körpertreffern, Kopftreffer, bereitet sich alles schön vor. Aber auch Respekt an Dumitru, dass er das nochmal aufsteht und sagt, ey, dann gehe ich noch weiter, ich mache mit. Firas legt direkt mit kräftigen Schlägen los. Hier nochmal ein Take-On-Versuch, den auch Firas einfach abblockt und Dumitru zu Boden schickt. Da hat der Ref ein Einsehen. Ja, stark, starke Leistung. Firas Daoud, herzlichen Glückwunsch. Ich kenne den jungen Mann ja schon eine ganze Weile. Freue mich umso mehr. Lightweight Title Fight. Und wir hören uns mal an, was die Julia im Cage zu sagen hat. Applaus für beide Kämpfer, Dumitru und Firas. Der Lightweight-Titel im MMA geht an Firas Daoud. Uns mal ganz kurz die Gunst. So, liebe Zuschauer, erstmal möchten wir uns herzlich bedanken, dass ihr alle so zahlreich hier erschienen seid. 36 spannende MMA- und K1-Kämpfe verfolgt habt.
Fahrt vorsichtig nach Hause. Wir sehen uns alle spätestens im August hier in der Arena wieder. Ansonsten haben wir ja in Berlin die nächste Veranstaltung am 8.7. Die Karten sind hier erhältlich. Auch alle Leute draußen an den YouTube-Kanälen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend und hier wird jetzt noch richtig gefeiert. Dankeschön. Ja, danke auch Julia. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern, die tatsächlich hier noch eingeschaltet haben. Super Geschichte. Wir haben die Marathonveranstaltung hinter uns gebracht. Julia sagt gerade nochmal, am 8.7. die nächste Veranstaltung. Schaltet ein. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wie gesagt, ansonsten gerne Kritik an meine Insta-Adresse oder an die GMC. Und ansonsten genießt den Abend. Schönes Wochenende noch. Macht's gut. Ciao.